Ja. Okay, links oben ist Board, der Blau-Protoss-Gym. Guck mal, der schießt direkt. Das doch. Was ist das? Da guck mal hier, Chantal Herzchen. Die Chantal hat nämlich gesagt, ihr habt sie nicht lieb. Hab ich nicht. Die denkt, ihr habt sie nicht lieb. Und rechts unten. Warte mal, Jim wurde als zweiter announced. Dann hatten wir den noch gar nicht announced. Ja, guck. Was ist mit dir los, Junge? Da rastet er richtig, richtig aus. Und rechts unten. Der rote Protoss. Hitman. Ja, also ich weiß nicht, ob du vorhin zugehört hast, aber zweite, dritte Map ist Iron Fortress und Cactus Valley. Und ja, also die englischen Caster haben gemeint, dass da auf jeden Fall Proxy DTs oder Proxy Oracle sowas derartiges kommt, vor allem bei Jim. Ja, und in der ersten Map kann man natürlich im PvP sowas direkt durchdrücken. Und darum mag ich PvP. Das ist am Anfang meistens oder ziemlich fast immer einfach irgendwas los. Ich meine, TVT ist noch geiler, weil am Anfang ist da vielleicht noch mehr Stress, weil immer ein Drop ist, Benji, sonst was, und nachher muss man halt aus. Es ist jetzt irgendwie so Mac gegen Mac, das ist natürlich nicht so nice. Ich finde tatsächlich auch am besten, wenn es ein, also zwei Proxy-Gates ja immer all in, aber ein Proxy-Gate ist ja meistens hinten mit Gas und dann dem Cybercore nachgezogen, sprich nur ein bisschen Stress, man Chrono boost halt zwei Zealots und dann den Stalker raus. Und ja, ich finde aggressive Openings im PvP auch ansehnlich. Denn es gibt ja Lambos Lieblingsphase, 10 Minuten Aufbau und nichts tun. Und bei guten Protoss, wie sagt er so schön, 20 Minuten. Weil die halt das gleiche spielen und keiner will wirklich engagen. Also wenn du nicht ein Plus-2-Timing spielst, passiert da eigentlich nichts. Insofern werden wir mal abwarten. Aber gescoutet hat das nicht. Bisher nicht, also ja. Fällt jetzt mal die Probe runter. Wird aber dran vorbeifahren, also guck nicht nach. Find das heißt, er wird es erst merken, wenn da der erste Zealot in seiner Basis steht. Das Problem wartet ist, sogar noch auf den zweiten. Ja. Normalerweise genau, wartet man auf den zweiten Chronoboost den halt noch und dann kommt relativ schnell der Stalker hinterher. Kann man einfach bei euch vorbeischauen, sich an die Bar setzen und chillen. Ja, M0 okay, kannst du einfach oder M0K kannst du einfach machen. Ab 17 Uhr haben wir mal geöffnet, kannst dich also hier hinchillen, was trinken. Wir haben Eistee, wir haben Bags, Bier, also Weizen, Pilz. Ich glaube, wir haben sogar Alt, meine ich. Und dann dann haben wir natürlich noch Cocktails und wir sehen, der erste Zealot kommt. Wo ist eigentlich der zweite? Der sollte eigentlich auch mit. Oh, wie bitter. Der kommt erst jetzt. Oh, das war richtig bitter gerade für Jim, weil da kamen drei Probes direkt ins Round auf den Zealot. Ich meine, er ist nicht tot. Wenn wir sehen, dass er einfach. Boah, da ist der zweite. Aber den kann er zumindest irgendwie noch raus, Micron. Hat er eigentlich beim Gas einen schönen Spot gehabt. Aber dieser Zealot, boah, der muss wieder um sein Leben laufen, aber der wird direkt zurück nach EO gebobbt. Das sieht man nicht so oft, dass eine Probe einen Zealot vernichtet. Hat die Probe einen schönen Tag gehabt. Jetzt kommt noch Stalker mit dazu. Oh. In welcher Stadt ist euer Studio? Krefeld. In Krefeld sind wir. Ja, Zero K, komm morgen vorbei, da gibt's einen Wasserstream. Da ist die Silvanas auch mit am Start. Vielleicht. Du bist hier, um mitzucasten. Die Silvanas denkt echt, ihr habt sie nicht lieb. Die ist ein bisschen, weißt du, wie peinlich das ist? Die ist ein bisschen verunsichert, deswegen müssen wir der ein bisschen Liebe schenken. Und naja, wir sehen drei. Aber Jim, der drückt jetzt richtig durch. Also normalerweise wird man da halt irgendwie noch expandieren oder sowas, halt nicht so viel Pressure. Aber jetzt, und da ist Hitman nicht begeistert von. Er hat bisher auch nicht, doch, er hat gescoutet sein, ja. Also da ist irgendwas Rotes. Eiskalt drückt er hier in der ersten Map, 4 geht durch. Ein Zealot geht down, den zweiten sollte er eigentlich auch relativ easy kriegen können. Warte. Oh. Achso, lol, das war sein eigener Zealot. Ich dachte schon, hä? Ich bin jetzt völlig blind, aber. Nur gut, wir sehen drei Stalker gegen einen Stalker. Und dieser Mothership-Core sollte schnellstmöglich wieder weggehen. Ja, da kommen ja, die ganzen Herzchen. Ja. Junge. Siehst du, du willst jetzt alles nur ein. Ja. So, schönes Force-Trap, der einen Stalker. Der Zealot haut drauf, also der wird auch down gehen. Man könnte den Mothership-Core auch immer wieder schön zurück. Ja, Hitman selbst weiß jetzt nicht, wie viele Gates er nachgezogen hat, nachdem er da gesehen hat, dass Jim da auch richtig hart durchdrückt, aber ich denke auch gleich viele. Und jetzt kommt da der erste Bob in. Nochmal schönes Wall Street, kann da den Stalker trappen und kauft sich damit auch mehr Zeit. Also ich denke, er wird auch drei Gates hochgegangen sein, potenziell auch nur zwei und zieht jetzt das dritte nach, weil er das Stargate im Bau hat. Ja, ich glaube, so sieht's aus. Und ja, muss natürlich immer noch ein bisschen aufpassen, aber er hat noch Photon Overcharge im Zweifelsfalle. Und MTW da Ruder 1 sollte Silvanas in Vertretung des Chats vorsichtig auf die rechte Wange küssen. Nein, lieber Mofo Frank, das werde ich nicht tun. Und ich will ja dann, die schlägt nämlich härter zu als Marauder. Oh, da ist die Vision nach oben. Sehr, sehr, sehr gut. Hat seine Sentry gesniped.
Ja, Jim hat momentan halt mehr Warp-Gates am Start, das heißt, man sieht auch, er kann immer mehr Units nachwarpen, während Hitmans, der hat sich hier für Stargate entschieden. Tatsächlich muss man ja sagen, die Sentry Yards sind auch später nicht nutzlos, wenn es wirklich noch zu einem Makro-Game kommen sollte. Denn die braucht man sowieso für Halluzinationen. Aber hier mit dem Void Ray, mit gleich auch 4 Gate, das sind 4 Gate Stargate gegen nur 4 Gate. Er kann dann ganz normal seine Axe nehmen. Und wenn Jim sich nicht zurückziehen sollte mit allem, sondern wirklich drauf geht, dann. Oh mein Gott, ist das ein Arthosis-Pylon für die 3 Gateways? Ja. Der rechts. Boah, ein Gateway powered, ja. Aber das kann. Das ist halt richtig ärgerlich. Was? Also da kann er halt nur noch von einem einzigen Gateway noch rein warpen. Jetzt muss er. Also oh mein Gott, er ist getrapped. Aber ja, er ist getrapped. Force Field? Ah, da kein Force Field mehr, leider. Jetzt verliert er tatsächlich nochmal einen Sentry, aber auch zwei Stalker, die noch down gehen. Und Void Ray sind natürlich bestialisch. Sprich, der Jim, der wird hier auch keine Transition machen, also der wird das 4 jetzt zu Ende spielen. Aber also das ist jetzt schon nicht mehr, das ist nicht mehr zu gewinnen eigentlich. Also wenn Hitman da nicht große Fehler macht. Ja gut, also Jim, der setzt jetzt auch noch das Stargate nach, aber insgesamt würde ich sagen, auch wenn er hier failt, dass dann nachher schon noch ein Makro-Game nachkommen könnte, weil sie haben gleich viele Probes. Vom Tech her ist jetzt auch nicht so viel Unterschied, also sie haben halt beide dasselbe. Nur, das ist jetzt zumindest mein Read, ich weiß jetzt nicht, ob das... Oh, ist auch der Mock wirklich so ist. Aber würdest du das auch so analysieren? Ich persönlich würde sagen, kommt drauf an, ob Jim jetzt halt komplett zurückgeht. Weil wenn er jetzt nochmal in die zwei Void Rays oder so reingeht, dann verliert er die halt. Plus dieses Oracle ist halt natürlich auch entscheidend. Wenn das jetzt ja, natürlich hinten alles abräumt, dann brauchst du nicht mehr weiterspielen. Dann stimmt aber auch der Probe Count, wie du sagtest, halt nicht mehr überein. Da sind zwei aber Stalker, kann man durchaus gegen durchdrücken. Gegen durchdrücken, Freunde, schon am Stottern. 3 Kills, 4 Kills. Da zieht sich zurück, überlebt damit. Das ist natürlich. Boah. Oh, man sieht schon so ein Void Ray, wenn das einmal am Stalker klebt, ne? Halt dein Maul, das hat. Jetzt am Sentry, guck mal, das hat so viel weniger AP, ne? Da braucht der Void Ray aber eine Stunde und dann auch. Boah, überlebt sogar noch. Zieht sich ja vorerst auch noch zurück. Ja, ich denke tatsächlich, dass wenn er mit zwei Void Rays pusht, also ein Proxy Pylon braucht er und dann mit zwei Void Rays, dann kriegt er auf jeden Fall Jim seine Ex erstmal nicht. Und das ist natürlich, das ist natürlich schrecklich im PvP. Verliert auch sein Gate, damit hat er auch weniger Gateways. Und ich habe übrigens gesehen, da war jemand für 8 Monate Subscriber, aber längst nicht mehr im Kopf, wer es war. Oh, der Horst Beppo SC2. Dankeschön dafür auf jeden Fall, lieber Horst Beppo. Und ihr seht, nochmal 5 Probes down gegangen. Damit sind 17 gegen 25 Worker und der Nexus von Hitman im Bau. Ja, jetzt hat er sich hier einen Vorteil erspielt. Ja, bin gespannt, wann Hitman noch rüber pusht. Sieht momentan laut Minimap auch eher danach aus, dass er jetzt sich etwas auf die Map rauswagt. Eben auch um diesen kommenden Nexus zu denyen. Ich frage mich ein bisschen, ob Jim überhaupt exen möchte. Also er hat 200 Mineralien, er baut auf jeden Fall Probes und ja, sieht so aus, als würde er exen wollen. Zack, da kommt auch die Probe runter. Und was die, ich wollte gerade sagen, die werden da wohl nicht alleine rüberfliegen, aber wenn er gleich ein Proxy-Panel ist, er warpt dann einfach Stalker. Sentries hat er ja schon genug. Und dann eigentlich sollte das mehr als nur ausreichen. Ja, Jimmy hat jetzt auch gesehen, dass Hitman auf der Map ist, weil er zu Hause die Army nicht gesehen hat. Das heißt, er sollte eigentlich damit rechnen. Oh, der Toastus, 4 Monate mit am Start. Sei gegrüßt, lieber Toastus. Und wie man gerade sieht, zack, ein Stalker down. Und allerdings, bitte. Das wollte ich auch dann verrückt. Es sind allerdings noch 2 übrig. Ja, es sind nur noch Stalker und ein paar Zealots. Eine Phoenix, der gibt auch sein Leben ab. Und ja, da kommt das G-Team. Hitman macht das 1-0. Easy. Ganz, ganz easy für Hitman hier.